Ich bin Fabian Sauer, ich bin 27 Jahre alt, ich bin aufgewachsen in Ulm und in Neu-Ulm, also ein waschechter Schwabe. Als Kind wollte ich Pfarrer werden und habe wirklich im Wohnzimmer Predigten gehalten, und als meine Eltern dann immer weniger Gummibärchen als Bezahlung gegeben haben, habe ich mich doch dagegen entschieden. Bin dann irgendwann nach München, habe hier studiert, Germanistik und im Nebenfach Kunstmusik Theater mit Schwerpunkt Theaterwissenschaften. Und dann bin ich ins Radio gekommen über Umwege und habe volontiert im Hörfunk und moderiere nach wie vor eine Sendung im Bayerischen Lokalradio, eine Unterhaltungssendung. Und im Fernsehen bin ich zu sehen als Sportmoderator bei Sky, bei Sportnews HD. Als Kind, wenn du auf dem Dachboden bei deiner Oma unterwegs warst und irgendwelche alten Dinge gefunden hast, die waren natürlich meistens nichts wert, aber es war ein riesengroßes Abenteuer. Und jetzt geht man natürlich davon aus, so richtig dicke Schätze liegen irgendwo in London, in Berlin, in irgendwelchen Museen. Und das Spannende ist, sich aber zu überlegen, nee, bei uns hier in Bayern, also da, wo ich herkomme, da, wo wir zu Hause sind, da gibt es auch echte Schätze, die möglicherweise seit Jahrzehnten irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller schlummern, und jetzt finden wir die. Und wir wissen am Anfang überhaupt nicht, mit was wir es zu tun haben, und dann begeben wir uns auf diese Reise mit unseren Experten zusammen, nehmen die Protagonisten auch so ein bisschen mit, die Besitzer von den Kunstwerken, und ich freue mich einfach wahnsinnig drauf, mit ihnen allen zusammen da einzutauchen und dann auch selber sich überraschen zu lassen. Ah, wir hatten ja schon telefoniert. Hallo. Der Kunstexperte und ich sind Partner, das heißt, wir besuchen ja unsere Protagonisten auch, wir hören uns an, was haben die da, mit was haben wir es zu tun. Wir machen uns dann, begeben uns gemeinsam auf die Reise, um rauszufinden, was ist es, mit was wir es da zu tun haben. Aber ich freue mich halt einfach auch drauf, einen Experten zu haben, den ich eben ausfragen kann. Und dann natürlich auch dem Besitzer zu erzählen, was haben wir rausgefunden. Das ist Heimat, und du fühlst dich hier einfach wohl. Du kennst die Menschen, du kennst die Bräuche, und ich glaube, so wie bei uns hier, gibt es nirgendwo anders, zumindest nicht in Deutschland. Also von daher ist es super, ich will hier bleiben.